Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast Erfolgreich glücklich sein mit Christina und Walter Hummelsheim. Und uns hat wieder eine Frage erreicht von einer Zuhörerin, die sich ab und an mal fragt, ob es okay ist, eine Einzelgängerin zu sein und die sich wirklich ganz selbst ehrlich fragt, bin ich eine Einzelgängerin oder mache ich das eigentlich nur, mich zurückzuziehen, gut auf mich zu achten, weil ich das Gefühl habe, ich könnte sonst verletzt werden. Denn sie hat in ihrer Kindheit und Jugend, in der Schulzeit Mobbing erlebt und hat auch geschrieben, dass die Freundinnen vor ihr weggelaufen sind und sie auch entsprechende körperliche Herausforderungen hat. Sie hat seit ihrer Geburt eine Nervenkrankheit und sie wollte immer, das war ihr oberster Wunsch, wirklich unabhängig sein. Unabhängig von Hilfe von außen. Und das hat sie erreicht und damit ist sie überglücklich, ist jetzt sogar auf einer Sprachreise, lernt dort eine andere Sprache und bekommt ihr Leben richtig gut auf die Reihe. Und sie sagt, sie war eigentlich auch immer ein ganz offener Typ und sie hat es auch geliebt, Smalltalk zu halten, aber sie merkt, dass sie sich im Moment immer mehr zurückzieht und jetzt fragt sie sich schon manchmal, ziehe ich mich eben zurück, weil ich das möchte oder ziehe ich mich zurück, weil ich nicht wieder verletzt werden möchte? Ja, eine interessante Frage und ich würde sagen, es kommt immer erstmal darauf an, wie fühlst du dich und wenn es dir gut geht, so wie du lebst und das spricht ja erstmal aus deiner Nachricht, dass du eigentlich zufrieden bist, so wie du bist und dass es eigentlich alles okay ist und dass du gar niemanden brauchst, gerade der um dich herum ist, dann ist erstmal ja gar kein Leidensdruck da und wir müssen uns ja keinen mental kreieren. Wenn du aber so das Gefühl hast, na, eigentlich hätte ich gerne mehr Kontakte, traue mich aber nicht, dann kann man dem nachgehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass es dieses Phänomen gibt, ich hier und da, der Rest der Welt, das erzählst du ja auch immer, gell? Genau, also eben genau dieses Symptom, sag ich mal ganz bewusst von, ich bin irgendwie anders als die anderen, ich gehöre nicht dazu. Und wenn du diesen Satz aussprichst und er kam ja von dir, dann schau doch gerne mal, wie sich das anfühlt. Fühlt sich das gut an und friedlich und bist du echt okay damit? Oder spürst du da vielleicht auch so ein bisschen eine Trauer, so ein Gefühl von, naja, es wäre schon schön, wenn zwischen mir und dem Rest der Welt nicht irgendwie so eine unsichtbare Wand manchmal wäre, zumindest vom eigenen Gefühl her. Und wenn so etwas im Leben ist, dann deutet es schon darauf hin, dass wir uns vielleicht doch auch ein Stückchen weit zurückziehen, um nicht an eine alte Verletzung zu kommen, was vollkommen okay ist. Aber da du uns ja schreibst, können wir ja genau auch da nochmal ein bisschen näher hinschauen. Denn dieses Symptom, nicht dazu zu gehören, kann, muss natürlich nicht, kann aber häufig eine Folge von vielen kleinen sequentiellen Erlebnissen in der frühesten Kindheit sein und auch in der darauffolgenden natürlich, die dazu führen, dass wir wie so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal, doch starke Prägung erlebt haben, um nicht zu sagen, vielleicht sogar unter einer Traumafolgestörung leiden. Denn manchmal ist dieses Gefühl, das wir so mit uns nehmen, eher ein Gefühl, das entsteht aus einer Reihe von vielen kleinen Sequenzen, die dann doch in der Summe wie zu so einer Art Trauma geführt haben können. Und das kann ich mir bei einer Erkrankung, die du seit Baby auf hattest, auch gut vorstellen. Denn da ist man ja ganz oft sehr wahrscheinlich schon in Untersuchungen, vielleicht auch ab und an mal in Krankenhäusern. Und solche Themen, besonders in den ersten 2 Lebensjahren, sind sehr, sehr prägnant wirksam auf unser autonomes Nervensystem. Und es prägt sich dann in unserem Körpergedächtnis wirklich wie so eine Art Gefühl ein von, ich bin hier, der Rest der Welt ist da, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich passe da nicht so rein. Also als ob man sich manchmal so isoliert fühlt. Und dieses sich isoliert fühlen kann eben durch solche Erlebnisse aus der frühesten Kindheit oder eben auch fortfolgend noch zustande gekommen sein. Und das deutet auch so ein Stückchen darauf hin, weil du erzählst, dass du Mobbing kennst. Das heißt also, es muss irgendwann vielleicht Erlebnisse gegeben haben, in denen du das Gefühl hast, die mögen mich jetzt nicht oder die lehnen mich ab oder die denken, ich bin anders oder vielleicht bin ich sogar anders, weil ich vielleicht ja durch diese Nervenerkrankung, du hast es auch geschrieben, nicht so belastbar bin, auch nicht so viel laufen kann. Und dann spüren wir besonders als kleine Kinder, ja schon als Babys, ja sogar schon im Mutterleib, sehr intensiv die Gefühle der anderen. Wir nehmen all das, was da um uns herum ist, all diese Energien, die nehmen wir wahr. Selbst wenn die Mutter etwas gedacht hat oder eine kleine Mikromimik wir selbst jetzt aufgefangen haben, wo die Mutter vielleicht so das Gefühl hatte, oh je, mein armes Kind hat eine Nervenerkrankung, hoffentlich kommt sie gut klar, hoffentlich kriegt sie das auch in der Schule dann später alles hin, hoffentlich wird sie nicht
anders behandelt als die anderen. Alleine wenn die Mutter das gedacht hat und vielleicht sogar durch einen kleinen Gesichtsausdruck das sichtbar war, kann es sein, dass du das als kleines Kind schon abgespeichert hast. Dass du das in deinem Körpergedächtnis ganz, ganz zuverlässig abgespeichert hast und das Gefühl in dir ist, obwohl es damals vielleicht nur in der Mutter war. Aber wir müssen alles erst einmal von dieser wichtigsten Bezugsperson aufnehmen und wahrnehmen. Und dann wird es wie so ein Stück weit zu unserer eigenen Wahrnehmung, die wir ja natürlich gar nicht bewusst überprüfen, weil unser logischer Verstand in den ersten beiden Lebensjahren ja noch gar nicht ausgebildet ist. Das heißt, alles das fließt erst einmal in uns hinein und wir nehmen das als gegeben wahr und unser Körper reagiert auch auf den kleinsten Moment im Außen, auf eine ähnliche Energie, auf einen ähnlichen Blick, genauso wie damals. Es springt automatisiert an, ohne dass uns das klar ist und ist vielleicht mit diesem Gefühl oder diesem Satz verknüpft, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Und das lässt dich dann auch heute noch leiden, obwohl du alles wunderbar hinbekommst, obwohl du dein Leben so schön lebst, dann, ich glaube, Spanisch jetzt gerade lernst, in einer Schule in Valencia, soweit ich das in Erinnerung habe, also so richtig mutige, tolle Sachen machst, ist es dennoch so, dass dein autonomes Nervensystem, wie man ja auch schon sagt zum Thema autonom, autonom reagiert. Ja, und es geht wirklich, wirklich darum, auch dich von damals zu verstehen. War das eine Reaktion von, okay, ich bin anders, also dann gehöre ich halt nicht dazu? So auch vielleicht so ein bisschen vom Gefühl her, da mache ich halt mein eigenes Ding. Dann ist es wirklich eine Prägung. Und wenn du aber das Gefühl hast, ich bin gerne alleine, dann wäre das einfach, ja, so bist du dann einfach. Und ich glaube, diese Grenze ist fließend, das kann man gar nicht so ganz genau unterscheiden. Und deswegen würde ich immer bei allem immer nach dem Leidensdruck gehen. Wenn du dir mehr Kontakte wünschst, wenn du das Gefühl hast, du hättest gerne mehr Kontakt zu anderen Menschen, ja, dann wäre es sinnvoll, noch einmal dieses kleine Mädchen zu erleben in dir. Wie hat sie sich damals gefühlt? Wie hat sie reagiert auf dieses vielleicht anders sein? Wir wissen es ja nicht ganz genau, wir können dich jetzt nicht fragen, aber bei einer Nervenkrankheit kann es ja auch sein, dass du vielleicht auch andere Bewegungen gemacht hast, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja auch Menschen, die sind dann, haben eben nicht so viel Kraft oder laufen eben ein bisschen unrund oder du konntest einfach nicht beim Sport teilnehmen. Ja, wo die anderen Kinder vielleicht dann auch reagiert haben, dass du immer eine Extrawurst hattest, also all solche Dinge würden wir erfragen. Und dann würden wir dich noch einmal mit diesem kleinen Mädchen in Kontakt bringen, um herauszufinden, wie hat sie sich gefühlt damals in der Situation mit den anderen Kindern. Und vielleicht eben kommen sogar Erinnerungen hoch von ganz früher, also von eben diesen ersten beiden Lebensjahren, wo die Mutter und der Vater sich Sorgen gemacht haben. Also wie kannst du vorgehen? Du könntest wirklich erst einmal überprüfen, ist das ein Problem, das du lösen möchtest? Oder fragst du dich eigentlich, okay, die anderen sind irgendwie anders, aber ich bin halt so, wie ich bin. Und das darfst du immer sein. Du darfst immer so sein, wie du bist. Und wenn du dein Leben so genießt und es alles prima ist, dann solltest du meiner Meinung nach jetzt nicht auf die Suche nach Problemen gehen, sondern dein Leben einfach so leben, wie du bist. Wenn du aber merkst, da gibt es schon noch so ein bisschen Gefühle von, ich gehöre eigentlich nicht dazu, aber ich würde gerne, ja, dann schau dir noch einmal dieses Thema an. Ja, und ich finde, dass es sich wirklich rentiert, da jetzt auch nochmal so zu hören und achtsam zu sein und in dich hineinzufühlen. Wenn du fühlst bei den Dingen, die wir erzählen, dass da so ein kleiner Stich in der Brust ist oder du spürst eine Sehnsucht nach Nähe und Verbindung, denn die ist in uns allen angelegt. Wir alle wollen uns sicher und verbunden fühlen. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen Nähe empfinden zu anderen Menschen. Wir wollen uns zugehörig fühlen. Das ist in uns so angelegt. Das ist also etwas ganz, ganz Normales. Und wenn wir diese Türe zugemacht haben aufgrund von Verletzungen, dann kann es sein, dass wir das nicht mehr so deutlich fühlen, aber vielleicht unterstützt der Podcast darin, nochmal ganz liebevoll und achtsam in dein eigenes Herz zu fühlen, hin zu der Kleinen, die du warst, wie sie sich fühlt, wenn sie das alles hört und ob da vielleicht das ein oder andere in dir anklingt. Es kann sogar sein, dass dieses Gefühl von nicht dazuzugehören sogar schon von deiner Mutter fühlbar war, also dass sie das selbst gefühlt hat. Und so war das ein bisschen bei mir in der Familie. Meine Mutter hat sich ebenfalls nicht dazugehörig gefühlt.
der Teil der Familie, den sie dargestellt hat, mit meinem Vater und auch schon seit ihrer Kindheit an, hatte sie immer das Gefühl, sie gehöre nicht dazu, sodass ich das direkt schon übernommen habe und das auch in mir hatte und dann eben durch eigene Erlebnisse noch verstärkt habe. Das heißt also, es kann sogar sein, dass du etwas von deiner Mama übernommen hast, wie so eine Art Familientrauma. Möglicherweise ist es schon länger in der Familie so, dass immer ein Teil der Familie das Gefühl hatte, er gehört nicht dazu. Und so war das bei mir entsprechend auch. Wir wurden ja dann in eine andere Stadt verpflanzt, sage ich jetzt mal, zwangsverpflanzt, weil meine Mutter so früh schwanger geworden ist und das in der Familie nicht so ganz angesehen war. Und meine Mutter hatte immer das Gefühl, von schwarzem Schaf zu sein. Und so hatte ich dann entsprechend auch immer das Gefühl, von schwarzem Schaf zu sein und wurde ebenfalls gemobbt in der Schule, weil ich natürlich auch eine Ausstrahlung hatte, die zum Mobbing eingeladen hat. Und auch hier ist es ganz spannend, nochmal unsere Podcasts zum Thema Mobbing anzuhören. Denn die Menschen, die Mobbing-Opfer sind, sag ich jetzt mal, übrigens auch die, die Mobbing-Täter sind, also die andere mobben, haben letzten Endes das gleiche Thema, das darunter liegt, das immer etwas mit Minderwertigkeit zu tun hat, das immer etwas mit Macht und Ohnmacht zu tun hat. Da rentiert es sich nochmal reinzuhören. Und gemobbt zu werden hat ja auch immer etwas damit zu tun, dass ich das Gefühl habe in mir selbst, ich wäre nicht gut so, wie ich bin. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Und ich bin anders als die anderen. Und so ging es mir eben auch. Und hier rentiert es sich sehr, nochmal zu diesen verletzten Anteilen zu schauen, die da durchaus noch in dir sein können. Und ich kann dir nur sagen, ich bin jetzt ja bald 50 Jahre alt und scheinbar habe ich dieses Thema jetzt mehr und mehr doch noch heilen können. Es besteht also, wenn man dieses Gefühl in sich trägt und hat, Hoffnung, man kann dieses Thema heilen. Und dazu braucht es, dass man sich selbst wieder mit sich verbindet. Das heißt, in allererster Linie ist es gut und wichtig, dass du übst, wohlwollend und liebevoll zu dir zu sein. Dass du übst, dich selbst anzunehmen, so wie du bist, vielleicht sogar in deiner Andersartigkeit. Das erst einmal in allererster Linie. Und das fiel mir auch nicht so einfach, weil ich halt schon sehr anders gefühlt war als die anderen mit dem Thema Hochsensibilität und ach ja, manchmal so diesem Gefühl, ich wäre wie so eine Prinzessin auf der Erbse und ständig ist es schwierig für mich, irgendwo anders zu sein. Dann kann ich da wieder nicht schlafen, dann habe ich da wieder irgendetwas, das kann ich wieder nicht essen, weil es mir nicht gut tut. Und lauter so ein Kram, der mich geärgert hat. Ich wollte gerne so belastbar sein wie alle anderen. Ich wollte gerne all das so essen können wie alle anderen und einfach so sein wie die anderen. Und durfte erst mal lernen, mich so anzunehmen. In diesem speziellen Sein, das ja auch nicht jeder versteht. Und vielleicht ist auch das geschehen, dass der ein oder andere halt manchmal so vor dir stand, kopfschüttelnd und gesagt hat, ich verstehe dich einfach nicht. Warum ist es denn immer so anstrengend und schwierig mit dir? Das für alle, die vielleicht auch dieses Thema haben. Solche Sätze hören wir dann oft, aber wir hören sie letzten Endes vielleicht auch deshalb, weil wir sie selber denken. Und hier gilt es wirklich mal aufzuschreiben, was denkst du denn eigentlich über dich? Und zwar wirklich, wenn du in so eine Art Meditation gehst und ganz, 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 ganz selbst ehrlich wirst, was für stinkige, kloakige, doofe Sätze in herausfordernden Momenten kommen dann so zum Vorschein. Was denkst du dann über dich? Und da muss ich wirklich sagen, da waren einige Sätze, die ich für mich dann aufgeschrieben habe und nochmal überprüfen durfte und schauen durfte, wo kommen die her, von wem kenne ich die, wie fühlen sie sich an in mir, zu welchem meiner verletzten inneren Anteile gehören sie. Dann durfte ich dahin gehen, durfte dieses Kind, das ich war, in den Arm nehmen und lieb haben. Und das könnte erstmal deine Aufgabe sein. Und dann wirst du sehen, wenn du dir selbst mit Liebe begegnest, wenn du dich selbst immer mehr annimmst, wenn du diese alten Wunden nochmal liebevoll anschaust und heilst, und das kannst du, weil du die liegende Acht ja kennst, du bist ja in unserer Ausbildung, das heißt, du bist bestens aufgehoben, diese Themen für dich ganz in deiner eigenen Zeit nochmal zu integrieren, anzuschauen und dich immer mehr noch lieben zu lernen. Und je mehr du dich selbst annimmst und lieben lernst und dich dann für tiefe Verbindungen, nicht nur mit dir selbst, nicht nur mit deinem eigenen Körper, denn das ist wichtig, im Körper anzukommen, sich zu verbinden mit dir selbst, mit der Erde, dann im zweiten Schritt auch die Verbindung zu üben mit Menschen. Und das kann gelingen. Und das ist etwas, was ich selber gerade ganz fasziniert immer wieder feststelle. Ich war jetzt das erste Mal auf einem Geburtstag eingeladen und ich hatte früher immer Sorge, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dass ich da vielleicht gar nicht so richtig dazu passe. Und natürlich war dann meine Energiewolke auch entsprechend. Wenn man irgendwo hingeht und hat die Sorge, vielleicht passe ich gar nicht da rein, vielleicht gehöre ich wieder nicht dazu, vielleicht bin ich wieder anders als die anderen, dann wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Aber dieses Mal hatte ich gar nicht dieses Gefühl, sondern bin dann mit so einer
sehr angenehmen Ruhe in mir selbst, einer Verbundenheit mit mir selbst und im inneren Frieden hingefahren und habe mich sehr angenommen, sehr geliebt und sehr verstanden gefühlt. Ich hatte das erste Mal das Gefühl von Zugehörigkeit und da möchte ich dir wirklich Hoffnung mitmachen, denn das wirst du sehr, sehr viel früher erreichen als ich, weil du die richtigen Werkzeuge hast und das Thema jetzt schon angehst. Und jeder, der das vielleicht gerade noch so in sich trägt, dem kann ich wirklich von ganzem Herzen genau diese Schritte ans Herz legen. Vielleicht auch die ein oder andere Meditation mit unserer Herz-über-Kopf-App zu machen, um da noch ein bisschen sich selbst wieder näher zu kommen, sich selbst zu integrieren mit all dem, was dann noch vielleicht um uns herum wie in so einem abgespaltenen Puzzleteil existiert. Und diese Puzzleteilchen, die gibt es ja aus gutem Grund. Die gibt es eben deshalb, weil wir sehr, sehr früh Dinge erlebt haben, die wir damals nicht hätten verarbeiten können. Und dann kann unsere Seele etwas ganz Wunderbares machen. Sie kann sehr intensive Erlebnisse in die kleinsten Miniteilchen abspalten, sodass sie uns nicht mehr im Ganzen fühlbar zur Verfügung stehen und auch nicht mehr kognitiv zur Verfügung stehen. Oder wenn sie in den ersten beiden Lebensjahren geschehen sind, stehen sie uns ja sowieso nicht kognitiv zur Verfügung, aber sehr wohl fühlbar und körperlich verankert. Und diese Puzzleteilchen wieder rauszuholen aus der Tiefe und zusammenzusetzen zu einem Puzzle, kann helfen, das gesamte Thema sehr schön zu integrieren, ins Herz zu nehmen und dadurch wirklich nachhaltig zu heilen. Denn eines ist mir immer klarer, dass wir das, was wir erleben, wirklich durch unsere eigene Energiewolke mitkreieren. Ich sage gar nicht alleinig, aber ich glaube schon zum großen Teil, dass das einfach auch nur unsere Wahrnehmung ist, die ja nur eine Erinnerung an altes Erlebtes ist. Daraus nährt sich unsere Wahrnehmung. Das heißt, wir können oftmals mit dem, was wir glauben, total falsch liegen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig zu realisieren, dass das, was wir glauben, das, was wir fühlen, in uns zwar wahrhaftig ist, aber vielleicht nicht das, was der andere ausstrahlt oder nicht das, was der andere uns zeigen möchte, nicht was der andere zu uns fühlt. Möglicherweise ist es nur etwas in uns, was wir mal erlebt haben und dadurch immer und immer wieder fühlen und glauben, aber es ist gar nicht wahr. Deshalb finde ich, eine Realitätsüberprüfung zu machen, immer ganz, ganz wichtig. Das ist mein allerliebstes Werkzeug, egal was ich mache, egal mit wem ich bin, nutze ich das, nachzufragen, ob das, was ich gerade in mir wahrnehme, auch stimmt. Und so könntest du wirklich fragen, manchmal habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Ich möchte das einfach mal bei dir nachhören. Hast du auch das Gefühl, dass ich irgendwie gar nicht so richtig hier reinpasse? Das kann man wirklich fragen. Ich weiß, das kostet ein bisschen Mut. Aber du wirst ganz schön erstaunte Gesichter ernten, glaube ich. Menschen, die dich ganz überrascht anschauen und sagen, nee, also ich finde, du gehörst hier voll dazu. Ich selbst bin manchmal wieder überrascht, immer wieder, wenn ich dann doch höre, dass ich total integriert bin. Die Einzige, die das Integrieren manchmal noch verhindert oder zu verhindern scheint, bin ich selbst, weil ich noch die alten Dinge glaube. Das dürfen wir immer mehr loslassen, das dürfen wir immer mehr überprüfen. Das heißt also, es gilt auch hier dieser Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, das hat mir wirklich weitergeholfen, dann freuen wir uns sehr. Wenn du aber nochmal, wenn du noch nicht so richtig weißt, wo der Weg lang geht, dann gilt es wirklich mit diesem Kind als allererstes die Verbindung herzustellen mit dem Kind und wie es sich früher gefühlt hat. Und auf diesem Weg wirst du einfach zu deinen Mustern finden. Und so wie wir es verstanden haben, geht es dir gut. Und du hast ja auch viele Sachen schon in der Ausbildung gelöst, was uns natürlich sehr freut. Und wir hoffen, wir konnten dir einen Impuls geben mit diesem Podcast. Und ja, freuen uns, dich bald wiederzusehen und wünschen natürlich auch allen anderen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und verbleiben mit dem Satz, lass dein Licht strahlen, denn dein Licht macht diese Welt ein Stückchen heller. Bis nächste Woche.